Ja, wir sind jetzt hier bei Telak AJ und fahren mit der Downtown Line ein paar Stationen bis Botanic Gardens. Sind wir hier im Botanischen Garten von Singapur. Der wurde 1859 angelegt von den britischen Kolonialherren und ist die einzige gelistete Sehenswürdigkeit bei der UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte. Da habe ich dann immer hier diese Übersicht und schaue nach, was in der Nähe ist. Dann verpasse ich auch sowas nicht. Finde ich immer sehr interessant, solche alten Kulturstätten. Bis jetzt gab es noch keine Eintrittskasse. Bin gerade in dem Bereich Blätterpflanzen und Schmetterlinge. Also mal schauen, vielleicht bleibt es kostenlos, ich weiß es nicht. Und schlender hier noch mal ein bisschen rum und nehme euch halt dabei mit. Noch zu erwähnen wäre, dass ich jetzt irgendwie recht froh war, Moskitospray dabei gehabt zu haben, weil gestern in dem kleinen Park, wo ich schon war, da habe ich gemerkt, scheiße, kannst du nicht stehen bleiben, wirst du direkt zerstochen. Heute nimmst du lieber mal Moskitospray mit. Und ich war gerade nur fünf Sekunden auf einer Bank und habe etwas Wasser getrunken und ich habe, glaube ich, mittlerweile 10 neue Stiche und es juckt und brennt wie die Hölle, habe mich gleich erstmal eingesprüht. Muss man etwas aufpassen, weil Singapur ist auch Dengue-Fieber-Gebiet. Und da muss man so ein bisschen sich auch schützen. Ich hatte mir jetzt auch ein Moskitonetz hatte ich mitgenommen. Oh, nice. Ein Moskitonetz hatte ich mitgenommen. Allerdings, woran ich nicht gedacht hatte, war Aufhängevorrichtungen für das Moskitonetz mitzunehmen. Dann stand ich dann gestern da in meinem Hostel und dachte mir, okay, hab zwar ein Netz, aber keine Möglichkeit, es aufzuhängen. Deswegen war ich gestern noch mal ein paar Supermärkten oder Shopping Malls unterwegs und habe nach Haken gesucht und hier die Power Strips. Oh, da ist ein Schmetterling.
Ja, die Zeit, in der es hier regnet, habe ich jetzt mal genutzt, im Supermarkt ein paar Sachen zu holen. Vor allen Dingen ein paar vitaminreiche Sachen. Ich glaube, die kamen die letzten Tage etwas zu kurz.